Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalam, wa rasulillah, wa ra alihi, wa sahbihi ajma'in. Liebe Schwester im Islam, unsere Aufgabe ist es, die Dawa nach vorne zu bringen. Wir müssen dafür leben, wir müssen dafür atmen, unsere Herzschläge müssen für diese Botschaft sein. So wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ja, und das sollte das Wort von jedem Gläubigen sein, so wie er zitiert, Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, Lillahi Rabbil Alamin, la sharika lah, wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sprich, mein Gebet und meine Opferreden, mein Leben und mein Tod sind für Allah, den Herrn der Welt. La sharika lah, er hat keinen Partner und das ist mir befohlen worden und ich bin der Erste, der sich Gott ergibt. Und deswegen sagen wir auch jedem von euch an diesem Weg, sei du der Erste, der sich ergibt. Du bist eine Schwester, du bist vielleicht 14, 15 Jahre alt. Sei du die Erste, die links das Kopftuch trägt. Du bist ein Bruder, sei der Erste, der den Koran auswendig lernt. Sei der Erste, sei der Erste, sei der Erste, der etwas für die Religion tut. Das ist die Dawa, das ist der Weg. Der ganze Islam ist eine Dawa. Die Geschichte des Propheten a.s.w. dreht sich darum, diese Religion nach vorne zu bringen, diese Religion den Menschen zu vermitteln, den Menschen zukommen zu lassen. Und man hört leider immer wieder, und das ist auch unsere Aufgabe, falsche Verständnisse zu widerlegen. Es gibt heutzutage einige Leute, die leider vom Neid zerfressen sind. Und wenn sie dann sehen, dass viele Leute den Islam beispielsweise annehmen bei verschiedenen Brüdern, dann fangen sie an zu reden und sagen, ja, es kommt nicht auf die Quantität an, sondern es kommt auf die Qualität an. Ja. Prinzipiell hätten sie einfach nur gearbeitet auf ihre Art und Weise, hätten ihre Aufgabe gemacht, würden wir gar nicht darüber reden. Weil jeder Mensch hat andere Fähigkeiten. Auch in der Dawa gibt es bestimmte Personen, die andere Fähigkeiten haben. Einer hat beispielsweise die Fähigkeit, über ein bestimmtes Thema zu reden und unterrichtet dieses. Es gibt manche Schiur in arabischen Ländern, die haben ein bestimmtes Buch gut gelernt, das unterrichten sie immer wieder und möge Allah sie dafür belohnen. Und manch einer hat vielleicht das Talent oder die Kraft, gerade mit Nichtmuslimen zu reden oder große Wellen zu erzeugen oder viele Menschen auf einmal aufzurufen oder Reizthemen anzusprechen. Das heißt, wir müssen erstmal realisieren, Brüder und Schwestern, jeder hat seine Aufgabe. Jeder hat seine Aufgabe und so war es auch zur Zeit des Propheten a.s. Es gab Sahaba, die waren Kämpfer gewesen. Die waren Kämpfer zu gewesen, wie beispielsweise ein Abu Dujana. Ein Abu Dujana war jemand gewesen, ja, wo der Prophet gesagt hat, wer nimmt dieses Schwert von ihm, der Schlacht von Uhud, mit seinem Recht. Und er hat, wo all diese Sahaba dabei waren, wie Ali ibn Abi Talib, wie Hamza, hat das Abu Dujana gegeben. Und er war jemand, wenn er sein rotes Stirnband, um sich gezogen hat, da war es, als wenn der Wind des Todes von rechts und links wehte. Und er ist über die Feinde Allahs hin drüber gelatscht und hat sich zertrampelt wie Heuschrecken, wie Insekten, wie Kakerlaken, die in der Toilette rumlaufen. Hat sie platt gemacht. Ja? Aber er ist keiner, der Wissen vermittelt hat. Ein Khalid ibn al-Walid, das war ein Saifullah, das war ein Saifun min Suyufillah, wie der Prophet gesagt hat. Ein Schwert von den Schwertern Allahs. Aber Khalid ibn al-Walid war keiner, der viel vom Koran auswendig konnte. Aber er hat in seinem Bereich dem Islam geholfen. Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, war kein großer Kämpfer. Aber wann hat der Prophet ihm gesagt, مَا دَرَّ Uthman مَا فَعَلَ بَعْدَ الْيَوْمِ Uthman wird nicht schaden, was er heute nach diesem Tag macht. Wann hat er das gesagt? Das hat er gesagt, als Uthman ibn Affan was gemacht hat? Als er ein ganzes Jaysh ausgerüstet hat. Mit seinem Geld, weil er war jemand, der handeln konnte, der ein Talent hatte für Tijara, für kaufmännisches Handeln. Das heißt, jeder hatte seinen Bereich. Andere Leute waren keine Kämpfer. Abu Huraira war kein Kämpfer. Aber er war jemand, der Wissen vermittelt hat. Aisha radiallahu anha war keine Kämpferin. Aber sie war eine Frau, die Fatawa gegeben hat. Ibn Umar war auch kein großer Kämpfer. Ibn Umar radiallahu anhuma. Aber diese Leute haben in ihrem Bereich gearbeitet. Das heißt, diese Aussage, Quantität und Qualität, weil das ist das, worüber ich reden will, weil das ist ein ganz klares Zeichen von Neid. Und sowas soll keiner sagen. Es kommt nicht auf die Quantität, sondern auf die Qualität. Erstmal, wer lässt dich
Wer lässt dich wissen, was aus diesen Leuten geworden ist? Zweitens, wen hast du hervorgebracht? Welche Qualität hast du hervorgebracht? Falatu zakku anfusakum. Redet euch nicht selber groß. Redet euch nicht selber rein. Das ist eine Aussage, die nicht gemacht wird. Ja, man kann sagen, der macht keine Dawa. Oder der macht keine Dawa. Man kann etwas tadeln, wenn Leute einschlafen und wenn Leute etwas falsch machen. Aber so eine Aussage zu machen ist, dass du dich über jemanden anderen stellst, ohne einen Beweis dafür zu haben. Erstmal, jede Dawa ist eine Dawa zur Qualität. Denn wenn du jemanden vom Islam, vom Kufr zum Islam rufst, ist es eine Qualität. Weil diese Person hat einen Qualitätssprung gemacht vom Allerfeinsten. Sogar den größten Qualitätssprung, den man machen kann. Der ist nämlich vom Kafir zum Muslim geworden. Einen größeren Qualitätssprung gibt es gar nicht. So. Und dann gibt es natürlich, wenn du das Talent hast, jemandem etwas beizubringen, dann mach das. Du hast zum Beispiel das Talent, ein bestimmtes hochrangiges Fach zu bringen. Nur wo haben die Leute mehr von? Was brauchen die Muslime am meisten? Ist es nicht so, dass die Muslime am meisten etwas brauchen, was die Herzen bewegt? Oder brauchen die Muslime jemanden, der ihnen Al-Fiyah ibn al-Malik erklärt? Das heißt, ja, Nahu, arabische Grammatik. Was braucht der durchschnittliche Muslim? Der durchschnittliche Muslim braucht nicht unbedingt Al-Fiyah ibn al-Malik. Der durchschnittliche Muslim braucht ein gewisses Grundwissen von seiner Religion. Braucht jemanden, der seine Herzen belebt. Und deswegen sind ein Drittel vom Koran Geschichten, weil die Geschichten die Herzen beleben. Und ein zweites Drittel des Korans sind was? Ist Tauhid Akida, weil das die Herzen belebt. Das ist das, was der Mensch braucht. Zwei Drittel, das heißt, zwei Drittel des Korans sind Dinge, die die Herzen beleben. Das ist der Koran. Und ein Drittel sind Ahkam. Aber die Ahkam machst du nur, wenn dein Herzen belebt, dein Herz belebt ist. Warum sollst du beten, wenn dein Herz nicht belebt ist? Warum sollst du beten, wenn die Angst nicht gekommen ist? Es muss nicht jeder Muslim ein Alim werden. Jeder Muslim muss ein Grundwissen haben. Und deswegen die Aussage, lieber Qualität statt Quantität, ist eine pure Aussage von Neid. Und deswegen Brüder, die so eine Aussage machen, dann sagen wir, möge Allah euch vergeben. Möge Allah euch vergeben. Ja. Und das ist eine Aussage, die man nicht machen muss. Arbeite deine Arbeit, mache, was du machst. Versuche nicht, andere Leute in der Arbeit zu stören, die ihren Weg gefunden haben. Wir tadeln, du wirst vielleicht sagen, ja, aber Hamza, bist du nicht jemand, der sagt, ja, dieses und jenes und Qualität und warum macht der und der nichts? Ich rede über Leute, die der Dawa im Weg stehen. Leute, die der Dawa im Weg stehen. Das ist etwas, was ich tadle. Und das heißt nicht, dass ich bei ihm richtig liege. Ja. Aber wenn beispielsweise jemand uns einlädt, mit der Absicht, uns einen Tag vorher auszuladen, damit wir nirgendwo anders einen Vortrag machen können, dann ist es jemand, der Dawa eindeutig im Weg steht. Wenn jemand sagt, verteile nicht diese oder jene DVDs, ja, weil du könntest Probleme kriegen, dann ist er ein Feigling, der Dawa im Weg steht. Denn es gibt verschiedene Arten von Angst, und das muss man wissen. Es gibt einmal Angst, die Kuffer ist. Angst, die Schirk ist. Das ist die Angst Sirriya. Zum Beispiel, du hast Angst, an diesem oder jenem Tal vorbeizugehen, ohne dem Wali etwas zu opfern, beispielsweise. Das ist eine Angst, die zum Schirk führt, die Kuffer ist, die Schirk ist. Dann gibt es Angst, die Tabi'a ist. Das heißt, die Angst, die dich dazu führt, etwas zu machen, was Kuffer ist, Schirk ist, ohne Ikra, ist die Angst, die Muharram bzw. Schirk ist. Dann gibt es eine Angst, die Muharram ist, die verboten ist. Das ist die Angst, die dich dazu bringt, etwas zu tun, was haram ist. Zum Beispiel, du hast Angst, dass du zu wenig Geld kriegst. Du hast Angst, dass der Chef mit dir nicht zufrieden ist. Und dann machst du etwas, was haram ist. Du gibst der Frau also trotzdem die Hand. Du verkaufst Alkohol, weil du Angst hast, du hast sonst zu wenig Geld. Das ist eine Angst, die in sich haram ist. Dann gibt es eine Angst, die mubah ist, die halal ist. Das ist die natürliche Angst. Zum Beispiel, du gehst um die Ecke, auf einmal steht da ein riesengroßer Kampfhund und ist sich am Anknurren. Das ist eine natürliche Angst, die erlaubt ist. Und dann gibt es eine Angst, die zu was gehört? Die zu den schlechten Charaktereigenschaften gehört. Und das ist eine Angst, die unbegründet ist. Oh, wenn ich meine Nummer gebe, ah, vielleicht werde ich dann abgehört. Oh, wenn ich dieses mache, vielleicht wird dann dieses, jenes passieren. Oh, vielleicht könnte das, das nennt man Jubben. Das nennt man Feigheit. Nennt man das. Das sind nicht meine Worte, das ist was Gelehrte sagen. Das ist was Gelehrte sagen. Das ist Feigheit.
Und das ist eine niederträchtige Charaktereigenschaft, vor der der Prophet a.s. zum Zuflucht gesucht hat. Der hat Zuflucht gesucht vor Buchel, vor Jubin, das heißt vor der Geiz und vor der Feigheit. Und deswegen, und das wollte ich auch nochmal hier betont haben, viele Brüder, wenn, oder heutzutage im Allgemeinen, wenn über die mekkanische Periode geredet wird, oder beziehungsweise über die Leute, über die Jahiliya-Zeit, dann wird immer gesagt, oh, das waren die schlimmsten Leute und so weiter und so fort. Das ist eigentlich nicht richtig. Sondern diese Leute hatten sehr viele schlechte Eigenschaften, aber die haben einige gute Eigenschaften gehabt, und man sagt, dass Allah sie deswegen ausgesucht hat. Und eine dieser guten Eigenschaften war, dass sie Mut besessen haben. Sie waren mutige, kräftige, starke, entschlossene Leute, die zu ihrem Wort gestanden haben. Das war eine Eigenschaft, die sie haben. So, jetzt könnte jemand sagen, Hamza, aber hätte Allah nicht dann auch, nachdem sie den Islam angenommen haben, so machen können? Wir sagen, natürlich, aber Allah hat dies, inshallah, Wallahu a'lam, ausgesucht, damit wir eine Lehre daraus haben, wie wichtig diese Eigenschaft ist für die Dawah. Wie wichtig die Eigenschaft dieses Mutes ist. Abu Dhar al-Ghifari hat den Islam angenommen. Der hat vom Propheten gehört, der kam vom Stamm Rifari, vom Stamm Rifar. Die waren bekannt als Mushrimun. Der ist nach Mekka gekommen, nachdem er 3 Jahre Allah alleine angebetet hat und hat vom Propheten a.s. gehört und hatte keine Lust mehr auf diese Raubritter, sage ich jetzt mal, in seinem Stamm. Und ist nach Mekka gekommen, hat sich nach dem Propheten informiert, hat den Propheten getroffen, hat den Islam angenommen. Am nächsten Tag, nachdem er den Islam angenommen hat, das war im 2. Jahr, nachdem der Prophet gesandt wurde, ist er zur Kaaba gegangen. Und hat sich vor die Kaaba gestellt, vor all den Feinden Allahs. Und hat gesagt, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Und hat die Stimme erhoben und hat laut gerufen, ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Was heißt das? Das heißt, ich bezeuge, dass all das, was ihr hier fabriziert, hier, 360 Götzen um die Kaaba herum, dass das alles falsch ist. Dass das alles falsch ist, falsch ist, falsch ist. Dass das, was ihr macht, bescheuert ist. Das bedeutet La ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Was passiert? Sie sind auf ihn losgegangen. Sie haben ihn zusammengeschlagen, bis das Blut von ihm runterlief. Und man Angst hatte, dass er stirbt. Dann kam Al-Abbas. Er hat gesagt, ey, wisst ihr nicht, dass der von Al-Rifari ist? Wenn ihr mit euren Kamelstämmen dort vorbei, mit euren Kamelhorden da vorbeigeht, an diesem Stamm, ja, dann könntet ihr Probleme kriegen, die werden euch überfallen und so weiter. Haben sie ihn losgelassen. Was ist passiert? Was hat Abu Dhar gemacht? Das ist diese Ezza. Am nächsten Tag ist er wieder zur Kaaba gegangen. Was hat er gesagt? Hat er gesagt, ich will mich entschuldigen, ich habe euch gestern provoziert und ich hätte das nicht machen sollen, das war falsch. Was hat er gemacht? Hat sich hingestellt, hat gesagt, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Das ist die Wahrheit. Bumm, die sind wieder auf ihn drauf. Haben ihn zusammengeschlagen, dass man sagen könnte, der war in Gefahr zu sterben. Stell dir mal vor, 30, 40 Mann kommen auf dich und treten dich zusammen. Und die waren brutal gewesen. Und dann wird gesagt, es gibt verschiedene Überlieferungen. Ja, einmal, er ist am nächsten Tag nochmal, kommt zum dritten Mann. Einmal, ja, als er von ohnmächtig geschlagen wurde und ist von der Ohnmacht wieder wach geworden, hat sich aufgerappelt und das Blut ist am ganzen Körper und er ist richtig zerschlagen und da hat er sich hingestellt und hat wieder gesagt, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Das waren Männer, Leute. Quantität, Qualität. Der hat den Prophet kurze Zeit gesehen. Dann ist er zu seinem Stamm gegangen und hat den ganzen Stamm zum Islam gerufen. Und dann, als der Prophet a.s. hat zu ihm gesagt, warte, bis du von mir hörst. Und dann hat er den Stamm zum Islam gerufen, als der Prophet in Medina gewesen ist, musst du dir vorstellen, das war ungefähr im 2. Jahr, nachdem der Prophet gesandt wurde. Jetzt, als der Prophet nach Mekka gegangen ist,
Wann war das erste Jahr? Das heißt 13 Jahre, das heißt insgesamt circa 11 Jahre mekkanische Zeit. Noch dazu, es waren ja 13 Jahre mekkanische Zeit, das war im zweiten Jahr. Das heißt circa 11 Jahre später, 11 Jahre später kommt Abu Dharr, circa 11, mindestens 11 Jahre später kommt Abu Dharr nach Medina. Und die Sahaba sehen diese Menschenmenge von Weitem. Und er kommt mit seinem ganzen Stamm, die alle den Islam angenommen haben. Was hat der Prophet gemacht? Was haben die Muslime gemacht? Die Muslime haben sich gefreut. Da hat keiner gesagt, Quantität, Qualität, Quantität, Qualität. Leute, das sind Sachen, die man gar nicht sagt. Wenn du Qualität hast, dann bring deine Qualität. Aber versuche nicht mit solchen Aussprüchen, Leute schlecht zu reden, die versuchen, Nicht-Muslime zum Islam zu rufen. Das ist völlig am Manage der Salaf vorbei. Das ist nur ein Ausdruck von purem Neid. Subhanallah. Was für Quantität, Qualität. Jeder arbeitet dort, wo er was machen kann. Wenn du ein Spezialist bist in Nahu, versuch deine Botschaft zu bringen, versuch dein Wissen zu vermitteln. Wenn du ein Spezialist bist in Fiqh, versuch dein Wissen zu vermitteln. Wenn du ein Spezialist bist in Muqaranatul Adiyan, der Widerlegung von Christentum machen kann, dann mache das. Aber versuche nicht andere Leute, die sich bemühen, nicht Leute, die Dawa kaputt machen, versuche nicht denen ihre Dawa kaputt zu reden mit solchen unnötigen Kommentaren. Das heißt, die Dawa ist sowieso ein Weg zur Qualität. Aber es geht nicht nur um Qualität, sondern es geht um Quantität und Qualität. Ganz klar. Und wer das nicht verstanden hat, der hat den Islam nicht verstanden. Ja, am Ende werden nur wenige gewinnen, aber trotz alledem hat der Prophet versucht, eine größtmögliche Menge an Menschen eine Qualität zu geben. Das heißt, diese Aussage, es geht nicht um Quantität, sondern Qualität, ist eine Aussage, die bedeutsam zeigt, dass derjenige, der sie sagt, keine Qualität hat. Erstens, weil er einen dummen Kommentar bringt. Zweitens, weil er die Dawa nicht verstanden hat. Das heißt, er hat selber keine Qualität. Weil die Dawa ist, geht es um Quantität und Qualität. Du versuchst, die Quantität zur Qualität zu machen. Deswegen hat Musa a.s., als er zum Pharao gegangen ist und den Menschen die Botschaft Gottes bringen wollte, und der Pharao hat gesagt, wir werden zu dir, wir werden zu dir mit einem Zauber kommen, der ähnlich ist, macht zwischen uns und dir sozusagen einen Treffpunkt, das heißt, wo der Kampf sozusagen stattfindet. Was hat Musa gesagt? Der hat gesagt, Mau'idukum yawmu zinati wa yuhshara an-nasu duha. Unser Treffpunkt ist am Yawmu Zina. Was war Yawmu Zina? Yawmu Zina war der Tag vom großen Fest in Ägypten gewesen, wo alle Menschen rausgekommen sind, um zu feiern. Und Musa hat diesen Tag geplant. Warum? Weil er an dieser Stelle ganz viele Menschen auf einmal erreichen konnte. Und was musste Musa? Was wusste Musa? Musa wusste, wenn er das tut, werden sie ihn danach bekämpfen. Werden sie ihn danach bekämpfen. Das war, oder er konnte das erwarten. Und genauso ist es gekommen. Danach ist der Pharao wieder auf ihn losgegangen, hat die Zauberer geschlagen. Heutzutage, wenn einer glaubt, guck mal, die Zauberer, Musa hat die Stöcke geworfen. Was ist passiert? Die Zauberer hat seinen Stock geworfen. Dieser Stock, weil es kein Zauber war, ist wirklich zur Schlange geworden und hat den Zauber der anderen, der Zauberer, kaputt gemacht. Die Stöcke, die den Menschen erschienen wie Schlangen, kaputt gemacht. So, was ist mit den Zauberern passiert? Die Zauberer sind in Sujud niedergefallen. Dann sagt Pharao sinngemäß zu ihnen, habe ich euch erlaubt, an den zu glauben? Glaubt ihr, bevor ich es euch erlaubt habe? Wahrlich, ich werde euch Hände und Füße wechselseitig abschlagen und sozusagen kreuzigen, eine Art von kreuzigen Aufhängen in dieser Art. Ja? Was sagen die? Ist uns sinngemäß, ist uns egal. Wir wollen, dass Allah unsere Sünden vergibt für das, wozu du uns gezwungen hast mit dem Zauber. Egal. Die haben nicht gesagt, ja, guck mal Musa, du hast uns jetzt die ganzen Probleme gebracht, Musa. Warum hast du uns jetzt die Probleme gebracht? Warum hast du uns denn zum Glauben gerufen? So sind die Leute heute hier in Deutschland. Leute kommen zum Glauben, Leute fangen an zu beten, kriegen Probleme. Dann sagen sie, ey, du hast uns die ganzen Probleme gebracht. Das ist die Eigenschaft der Munafikun. Wallahi, lies den Koran, achi. Lies den Koran, das ist die Eigenschaft der Munafikun. Und von den Menschen, die sagen, wir glauben an Allah.
Von den Menschen gibt es manche, die sagen, wir glauben an Allah. فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعْذَابِ اللَّهِ. Und wenn sie dann auf dem Weg Allahs Fitna bekommen, Versuchen bekommen, machen sie die Fitna der Menschen wie die Strafe Allahs. وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعْكُمْ. Und wenn die Hilfe von deinem Herrn kommt, dann sagen sie, wir haben doch zu euch gehört, wir gehören doch dazu. Subhanallah. Achi, warum ist Musa dahin gegangen? Der wollte Quantität und Qualität. Warum ist der Prophet auf den Berg von Safa gegangen? Der wollte Quantität und Qualität. Warum ist der Prophet auf die Märkte gegangen? Der wollte Quantität und Qualität. Warum hat der Abu Dharr nach Rifah geschickt? Der wollte Quantität und Qualität. Warum ist er nach Taif gegangen? Der wollte Quantität und Qualität. Warum hat er die Leute nach Abessinien geschickt? Der wollte Quantität und Qualität. Warum hat der Mu'adh ibn Jabal nach Jemen geschickt? Der wollte Quantität und Qualität. Und deswegen, wer sagt, es kommt nicht auf Quantität, sondern Qualität an, der hat keine Qualität. Subhanakallahumma bihamdik. Astaghfiruka wa atubu ilayk.